Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung hier auf dem Kanal Multiplayer. Yay! Hä? Gib! Ah! Pin-kompetent! Dieses Mal habe ich eine Mod für euch, die ist etwas ähnlich zu einer anderen Mod, die ich in dem Video Top 8 Mods, die Minecraft verschönern, die hatte ich in diesem Video vorgestellt, und zwar hieß die Realistic Pain Mod. Allerdings finde ich, macht diese Mod das Ganze nochmal deutlich besser, weil sie mehr Effekte bietet und auch irgendwie gefallen mir die Effekte besser. Und deshalb dachte ich, packe ich diese Mod auch nochmal in ein extra Video. Und deshalb habe ich heute für euch die Enhanced Visuals Mod. Diese Mod fügt nichts Großartiges zu Minecraft hinzu, sondern verschönert es einfach nur. Es ist auch eine Mod, die im Multiplayer funktioniert, ohne dass sie dort installiert ist. Weil sie eben nicht das Spiel grundsätzlich verändert. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal der Reihe nach die ganzen visuellen Effekte, die durch diese Mod zum Spiel hinzugefügt werden. Als erstes haben wir den ganz normalen Schadenseffekt, also wenn wir halt durch irgendwas Schaden bekommen, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt hier diese Blöcke runterspringe. Da sehen wir, da wird meine Sicht blutverschmiert. Den nächsten Effekt, den wir haben, ist der Sudden Death Effekt. Ich gebe mir jetzt hier einmal den Gift Effekt. Und so ab 3 Herzen sehen wir dann so eine leichte Rötung des Bildschirms. Und man hört auch ganz leicht Herzschlag. Und ab einem halben Herz fängt dann unsere Sicht so rötlich an zu flackern, wie man das aus gewissen Shootern kennt auch, und wir hören eben den Herzschlag, und daran können wir eben sehen, dass wir gerade kurz davor sind zu verrecken. Und hier sehen wir jetzt nochmal, ich habe mich jetzt nochmal geheilt, beziehungsweise den Effekt weggemacht, die Vergiftung, und da sehen wir, ich habe jetzt, wenn wir jetzt nur 1,5 Herzen haben, dann ist das Herzschlagen langsamer und es blinkt nicht so schnell. Das heißt, je weniger Leben wir dann haben, desto schneller wird das auch. So, und damit wir jetzt hier nicht komplett verrecken, gebe ich mir mal eben einen kleinen Health Boost mit Regeneration, damit ich auch das nächste überlebe. Und zwar ist das eine Explosion. Ich drücke jetzt hier auf den Knopf, und sobald das TNT explodiert oder überhaupt irgendeine Explosion ist, wird unser Bildschirm komplett schwarz, also nicht komplett schwarz, aber halt so Ruß bedeckt und auch mit Blutspritzern drauf. Also ich finde, das ist der epischste Effekt von den ganzen, die dazukommen. Und der gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Weil es macht so eine Explosion irgendwie realistischer, finde ich. Als nächstes haben wir etwas, was bei mir irgendwie nicht so wirklich funktioniert. Es sind ein paar Sachen, die nicht funktionieren. Komischerweise. Also es hat alles super funktioniert, aber jetzt, wo ich die Mod zur Mod-Vorstellung installiert habe, sind ein paar Sachen, die nicht mehr funktionieren und ich die Effekte nicht bekomme. Eigentlich sollten wir, wenn wir den Enderman anschauen, so einen Slenderman-Effekt bekommen. Ich blende euch jetzt hier einfach mal ein Bild ein, wie es eigentlich aussehen sollte. Der nächste Effekt hat etwas mit diesem Zombie hier zu tun. Also nicht unbedingt nur mit Zombies, auch allgemein mit anderen Mobs. Und zwar, wenn die uns jetzt hier angreifen, sehen wir schon, wir bekommen so Blutflecken auf dem Bildschirm. Also es sollen so Bluttropfen darstellen, die halt auftreten, sobald man irgendwie mit irgendwelchen Mobs oder auch mit anderen Spielern, sobald man mit denen kämpft, kommen eben diese Blutflecken. Die sind ähnlich zu dem, was ich eben gezeigt habe, zum Fallschaden.
Wo man das jetzt nochmal noch besser sehen kann, ist am Kaktus. Da sehen wir, es sind so, also es sind, wir werden sozusagen von dem Blut bespritzt. Also das soll eben darstellen, dass nicht wir verletzt werden, sondern dass wir nur diese Blutspritze abbekommen und die dann unsere Sicht verschlechtern. Der nächste Effekt, den kann ich euch auch leider wieder nicht komplett zeigen. Es ist irgendwie komisch. Er wird nämlich bei mir nicht komplett angezeigt. Und zwar gehört er zum Feuer und der Lava. Ich stelle mich jetzt hier mal ins Feuer. Wir sehen, es passiert überhaupt nichts. Normalerweise müsste eigentlich der Bildschirm jetzt auch wieder so grau werden, wie es bei der Explosion war. Ich blende euch jetzt hier noch mal ein Bild ein, wie das Ganze eigentlich aussehen soll. Und genauso eben auch bei der Lava. Allerdings funktioniert das hier auch nicht. Was aber funktioniert, ist dieser rote, rötliche Effekt, der eine Verbrennung darstellen soll. Das heißt, sobald wir irgendwie verbrannt werden, wird unser Bildschirm so rötlich und das soll eben darstellen, die Verbrennung darstellen. Das bekommen wir beim Feuer, wenn wir lang genug da drin stehen und eben auch bei der Lava. Ich muss allerdings sagen, dass ich diesen Effekt relativ nervig finde. Wenn man auch diese Brandeffekte noch dazu bekommt, sieht man fast überhaupt nichts mehr, sobald man in der Lava drin ist. Und dieser Brandeffekt, den bekommt man auch, wenn man irgendwie zu lange in der Nähe von Lava nur ist. Also war jedenfalls bei mir so. Ich weiß nicht, ob das wirklich so gewollt war. Aber immer wenn ich in der Nähe von Lava was gebaut habe, ist ganz langsam dieser Effekt gekommen. Und das fand ich nach einer Zeit echt unglaublich nervig, allerdings eben auch realistisch. Ich meine, naja, okay, man bekommt erst, wenn man sich verbrennt, nicht unbedingt so eine eingeschränkte Sicht, je nachdem, wo man sich verletzt, vielleicht schon, aber eben nicht so. Aber trotzdem finde ich es, fände ich es noch einen Tick besser, wenn das auch schneller wieder verschwinden würde, denn es bleibt relativ lange da, dieser Effekt, und das finde ich doch relativ, also das, ich finde, der Effekt, den könnte man eindeutig nochmal überarbeiten. Diese ganzen Bluteffekte, ich laufe jetzt hier nochmal gegen den Kaktus, um nochmal diese Bluteffekte zu bekommen, die können wir, sobald wir in Wasser gehen, wegwaschen. Das heißt, wenn wir uns da ins Wasser stellen, verschwindet, wie ihr gerade gesehen haben, habt dieser Bluteffekt wieder. Und da haben wir jetzt auch schon direkt den nächsten Effekt gesehen, und zwar ist das, wenn man unter Wasser ist, jetzt in Verbindung mit dem Verbrennungseffekt noch, sieht man irgendwie überhaupt nichts mehr, aber wir sehen, hier ist jetzt so ein blauer Filter drüber, und sobald wir Schaden fürs Ertrinken bekommen, erscheinen auf unserer Sicht auch noch so, naja, was ist das, Wasserflecken? Würde ich es jetzt einfach mal nennen. Also das Ertrinken ist auch nochmal visuell dargestellt. Der letzte Effekt, den ich euch jetzt noch zeige, ist der ist ein Effekt, der bei Wurftränken auftritt. Dafür drücke ich jetzt einmal auf diesen Knopf. Dann kommen hier ganz viele Wurftränke vom Himmel gefallen. Die haben jetzt keinen Effekt. Aber sie sollen einfach nur zeigen, was für ein Effekt bei Wurftränken auftritt. Und das ist der, den wir jetzt hier auch schon sehen. Je weiter wir weg sind von den Wurftränken, desto schwächer ist der auch. Es ist halt nur so ein ganz kurzer, wie als ob eben man eine Flüssigkeit ins Gesicht gekippt bekommt. Der variiert auch, je nachdem, was für einen Wurftrank man hat. Das hier ist jetzt ein ganz normaler Wurftrank, der keinen Effekt hat. Und der ist eben blau, und ich kann ja jetzt auch ganz kurz mal noch andere Wurftränke nehmen und die zeigen. Hier, das ist jetzt zum Beispiel ein oranger Effekt, oder hier, der ist es rot beim Stärketrank.
Für die Sprungkraft ist er eben blau. Und für die Unsichtbarkeit grau. Eben, was für eine Farbe diese Potions hier haben. Diese Farbe hat auch eben dieser Effekt. Dann gibt es auch noch zwei weitere Effekte, die auch wieder nicht bei mir funktionieren. Und zwar ist das zum einen so Sandspritzer, die man bekommen soll, wenn man über Sand rennt. Ich hab auch mal eine Wüstenwelt erstellt und habe das in der Wüste probiert, weil ich dachte, vielleicht ist das dieser Effekt ja nur in der Wüste oder wenn es eigentlich in der Wüste regnen sollte, keine Ahnung. Ich habe einfach keinen Effekt bekommen und genauso wie der Schnee-Effekt, also ein Effekt, dass er eben halt so Schneeflocken auf die Sicht, also ins Gesicht wehen, sobald es schneit. Das hat bei mir auch nicht funktioniert, aber ihr könnt jetzt hier wieder im Hintergrund die Bilder sehen, wie es eigentlich aussehen soll. Ich habe mal wieder keine Ahnung, wieso das nicht funktioniert. Ich habe eigentlich alles richtig installiert und ja, keine Ahnung, ich konnte euch jetzt die Bilder zeigen und kann nur dazu sagen, als ich den das erste Mal installiert habe und ausprobiert habe, hat alles einwandfrei funktioniert. Was ich vielleicht noch dazu sagen könnte, die Mod ist nicht kompatibel mit Optifine. Jedenfalls die 1.8 Version. Wie das mit der 1.9 Version ist, weiß ich nicht. Allerdings hatte ich so ein kleines Modpack für eine geheime Sache erstellt. Und also ich sag jetzt noch nicht, was es ist. Ihr werdet es früher oder später erfahren, wenn ihr Abonnent dieses Kanals seid und uns verfolgt. Auf jeden Fall habe ich dafür ein paar Mods zusammengestellt. Und das Ganze ist in der Minecraft Version 1.8. Und da hatte ich eben Optifine und diese Mod installiert und sobald ich gestorben bin, ist es zu einem Crash, einem Minecraft-Crash gekommen, beziehungsweise war dann irgendwie die Sicht schwarz und ich konnte nichts mehr machen. Auch nicht nach einem Neustart, ich musste dann Optifine deinstallieren, damit das dann wieder funktioniert hat. Also das heißt, es funktioniert irgendwie nicht so ganz mit Optifine zusammen. Das nur als kleine Info am Rande. Und das war's auch schon mit der heutigen Mod-Vorstellung. Ich hoffe, dass sie euch gefallen hat. Wenn ja, dann lasst doch ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann schaut in die Videobeschreibung. Da sind die eben am Anfang erwähnten Videos verlinkt. Und wenn ihr mehr Mod-Vorstellungen oder auch Let's Plays zu anderen Spielen sehen wollt, dann lasst doch ein Abo da und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.